Delta Academy, die führt pro Jahr mehrere Führungstrainings durch. Heute im Rahmen einer Generalversammlung. Wir versuchen dort eigentlich alle Führungskräfte über alle Führungsstufen hinweg zu trainieren. Alle und alle, Übung beginnt. Ja, die Hauptherausforderung ist sicher, dass wir, was wir theoretisch gelernt haben, auch dann praktisch anwenden können. Und so ein bisschen die Königsdisziplin ist natürlich, wenn man das unter Stress dann auch richtig noch zum Einsatz bringt. Im Rahmen der heutigen Übung haben wir den Verwaltungsrat dieser Firma vor Ort. Wir hatten relativ wenig Zeit, um uns vorzubereiten. Das ist natürlich auch das Ziel dieser ganzen Übung, dass wir ein bisschen unter Druck kommen. Wir können jetzt alle Führungsstufen viel besser abbilden. Wir können das irgendwie wirklich fast eins zu eins machen. Durch den Einsatz von Statisten oder sogenannten Gegenseiten können wir das viel realistischer dann auch darstellen. Wir haben einfachste Szenarien praktisch ab dem Eingang, wie der Gast reinkommt. Wir haben dann aber auch so ein bisschen Eskalationen reingebracht mit Demonstrationen, mit einem Flaschenwurf aus dem Publikum auf den Verwaltungsratspräsidenten. Wir versuchen durch Szenarien wie Stromausfall, eine Evakuation, sodass auch die Führungsperson muss entscheiden muss. Für mich ist es natürlich schön als Teilnehmer, dass wir die Szenarien also so, wie wir draußen arbeiten, das Ganze üben können. Nicht nur in einem geschützten Rahmen, sondern so, wie wir es draußen in der Realität auch abtreffen werden. Für mich war der heutige Tag ein riesiger Erfolg, weil die meisten Trainingsausbildungen, die wir haben, sind sonst relativ theoretisch. Und dass wir jetzt mal so einen Trainingstag haben können, war wirklich sehr profitabel. So ein Tag wie heute, das deckt hunderte Stunden von theoretischer Ausbildung ab, weil man einfach in so kurzer und so konzentrierter Art und Weise nie wird im Theoriesaal eine Führungsausbildung machen können.